Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Petra! Halb zwei! Etwas leiser bitte. Ich bin ja nicht im Altersheim hier. Wenn man mittags bloß niest, sind die gleich beim Hauswart. Und ich bin froh, dass ich die Wohnung endlich habe. Neubau, vierter Stock. Aber kein Gegenüber. Den Blick über den ganzen Teglersee. Das scheiß Klosterdings muss wieder ran. Kein Leben ohne Fremdzopper. Komm, gib den Hammer her. Ich will keinen Trabel hier. Die sehen mich sowieso schon alle so komisch an. Tja, der Maulwurf muss leiden. Wenn du mal bloß in letzter Zeit im Unterricht so geistreich gewesen wärst. Ach, ich muss ja noch zu Weyrichs rauf die Blume hinstellen. Die sind gleich wieder da. Wenn die Nachbarn hier aus dem Urlaub zurückkommen, kauft man vorher für sie ein und stellt ihnen ein paar Blumen auf den Tisch. Na, bürgerlicher geht's ja kaum noch. So kann man wenigstens mit ihnen reden, also. Ich bin gleich wieder da. Hier bei Muthesius? Petra, bist du's? Ich? Ja. Du, Mutti? Gott sei Dank, Kind. Wir haben schon überall rumtelefoniert. Ich stehe hier in der Zelle. Vater auch. Ist das deine Studienrätin, die... Ja, sie hat mich bei sich aufgenommen. Vater hat deinen Zettel gefunden. Du hältst es bei uns nicht mehr aus, Petra. Nee, halte ich auch nicht mehr. Wir haben doch immer alles getan, damit es... Ja, ihr habt immer alles getan, damit ich nie Zeit für mich hatte, ja? Stefan aus dem Kindergarten abholen, nicht? Und Susi die Rechenaufgaben nachsehen, hm? Und Andreas die Windeln wechseln und für Papa einen Antrag auf Verschickung schreiben und für dich einholen gehen, oder? Ich werd ja wahnsinnig. Und wenn so ich... So schlimm wie du das nur. Na, dann lass mich doch einmal ausreden. Und abends immer der Fernseher an. In dem engen Loch immer der Scheißkasten an. Da kann doch kein Schwein bei lernen. Na, du könntest doch heute schon eine schöne Stange Geld verdienen, wenn du damals in der Drogerie angefangen hättest. Oh, nun hör doch endlich auf. Ich will das Abitur haben. Ich will studieren. Mensch, seid ihr denn schwer von KP? Soll ich es euch noch schriftlich geben? So was. Überleg's dir nochmal. Lass mich mit dieser idiotischen Drogerie zufrieden. Na, ich meine ja, dass du zurückkommst. Und da kannst du dich Kopf stellen. Warst du nicht immer gemütlich bei uns? Weihnachten, Ostern, denk doch mal dran. Stefan heult dauernd, weil du nie da bist. Und Susi isst nichts. Die sagen alle, du sollst zurückkommen. Hör mal, was die sagen. Ich kann bei euch nicht lernen. Ich bleib sitzen. Ein Jahr noch. Und das will ich auch noch schaffen. Das kommt doch nie drauf an, ob man Akademiker ist, Kind. Glücklich muss man sein. Und wenn ihr euch den Mund fusselig redet, ich bleib hier. Petra, wir... Mal her, Gerda. Petra, hörst du mich? Ja. Wenn du bis heute Abend 8 Uhr nicht wieder da bist, dann lass ich davon eine Polizei holen. Kannst du gar nicht, bevor du was vom Gericht in den Händen hast. Und die geben dir nichts. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben uns erkundigt. Petra, wir... Lass mal Quatsch nicht dazwischen. Petra, bist du noch da? Ja. Mensch, du und deine linken Spinner. Ihr wollt ja bloß was Besseres sein. Das ist es doch. Was Besseres. Aber scheiße. Leiste erst mal was, bevor du... Wir brauchen dir hier. Und was machst du? Sitzen lässt du uns. Klasse. Und Michael erst. Seit 3 Jahren pennt er zusammen. Und jetzt ist er dir nicht mehr fein genug, weil er bloß ein lumpiger Handwerker ist. Nur Papa, nur lass dir doch erklären. Ich will nicht hören. Du hast mir genug erklärt. Du hörst hier, hier und da mit Basta. Ich muss jetzt wieder an die Maschine. Aber Mutter geht nach Hause. Und da wirst du auch hingehen. Wenn du in einer Stunde nicht wieder da bist, dann ist der Ofen aus. Verstanden? Oh Gott, Petra, wie siehst du denn aus? Meine Eltern haben angerufen. Und? Meine Mutter hat auf Rührung gemacht.
Mein Vater. Ich halte es nicht durch, Eva. 3 Stunden erst und ich kann nicht Doch, mehr. Komm, setz dich. Du wirst es schaffen. Wenn es eine schafft, dann schaffst du es. Du musst es schaffen. Du bleibst so lange hier, bis ich ein Zimmer für dich gefunden habe. Und dann besinnst du dich auf deine eigenen Kräfte. Ein Mädchen mit deiner Begabung und bei Osram Lampendrähte zusammenlöten. Oder in der Drogerie den Leuten Waschlappen verkaufen. Die anderen brauen mich doch auch. Damit du 10 Jahre später selber 4 Kinder hast. Halbtags arbeiten musst, damit der wenigstens so halbwegs über die Runden kommt. Und dein Mann 1300 brutto in der Lohntüte hat. Und sich jeden zweiten Tag besäuft, weil er seine monotone Arbeit nicht mehr ertragen kann. Mach mir einen Kaffee. Wart mal ab. In 1-2 Tagen sieht die Welt wieder anders aus. Übrigens hat Ralf schon angerufen. Ralf? Ja, der Medizinmann, mit dem du verabredet warst. Oh nein, der hat sich noch nicht gemeldet. Die haben wohl endlich ihre Leiche gekriegt. Der muss was fürs Physikum tun. Oder? Vielleicht ist er das. Ralf. Dann mach doch mal auf. Ja? Na bitte, frustig doch, wo du dir verkrochen hast. Und lass mich schon rein in eine gute Stube. Michael, na komm, lass die abknutschen, wie sich denn für Verlobte gehört. Nicht doch. Ist doch Frau Mutheus. Die kann doch nur was bei lernen. Michael, nein. Mach ruhig weiter so. Das hab ich gerne. Du bist schon Arsch, du. So, das reicht fürs Erste. Fortsetzung folgt. Welche Überraschung. Michael. Nett, dass Sie uns so schnell besuchen. Ich fürchte nur, dass Warum wir... Warum arbeitest du denn nicht? Bist du wieder mal gefeuert worden? Ich hab mal blau gemacht. Ich wollte dir sehen. Blau bist du wohl auch, was? Die paar Bier, die lange Reise, weißt du? Aber für meine Petra, da geht meilenweit. Möchten Sie vielleicht weiterkommen? Das ist nur dein Zimmer hier? Ja. Bis wir für Petra was Eigenes gefunden haben. Na, reden wir noch drüber. War schick hier, wie im Schaufenster. Was habt ihr da an der Wand zu hängen? Gruppensex, wa? Das ist die Kopie eines Gemäldes von Tizian. Ja, das ist eine schöne Sauerei, was die da auf dem Bild machen. Die Stellungen alle und so viele auf einmal. So weit ist bei Petra und mir nicht drin. Wir Bäder alleine und sonst keiner. Wie sagt mein Vater immer, bleib sauber, Junge. Wollen wir uns nicht setzen? Ich hab mit deinen Eltern gesprochen. Du sollst zurückkommen. Eher schneide ich mir die Pulsadern auf. Dann heiraten wir eben in 14 Tagen. Ich kann die Wohnung von unserem Meister kriegen. Nein, Michael, das geht nicht. Petra braucht jede Minute, um alles das nachzuholen, was sie in den letzten Monaten versäumt hat. Ihre Versetzung ist aufs Äußerste gefährdet. Sie muss den Sprung in die 13. Klasse schaffen. Sonst ist die jahrelange Arbeit, sonst ist alles umsonst gewesen. Michael, verstehen Sie das doch? Ich verdiene jetzt hier noch und wenn Petra mit ihrer Schreibkünste ins Büro geht, kommen wir prima über die Runden. Ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, dass ich studieren will. Michael, begreifen Sie das doch. Hören Sie auf, Ihre dummen Sprüche kenne ich. Ich gehe jetzt 4 Jahre mit Petra und ich hab ein Recht drauf. Petra zieht zu mir. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Kinder, Kinder. Wir bereden das alles in Ruhe. Ich setze Wasser auf und dann trinken wir erstmal einen anständigen Kaffee. Dann wird sich schon eine Lösung finden. Ja, meinetwegen. Ich bin ja kein Unmensch. Ich lass ja mit mir reden. Immer fair. 10 Jahre geknödelt und nicht ein einziges Mal eine Verwarnung. So, ehe das Wasser kocht, könntest du dich ja... Pardon. Könnten Sie sich mal nützlich machen? Icke? Ja, Sie. Sie sind doch ein prima Handwerker, Michael, oder? Na ja. Ich habe mir eine Markise für den Balkon gekauft. Die Sonne, man kommt ja hier um vor Hitze. Und kriegt er die da oben nicht ran? Ja, da ist zwar noch eine Holzleiste von meinem Vorgänger dran und die Haken habe ich auch schon gekauft, aber ich habe sie vorher nicht reingekriegt. Mir wird so leicht schwindelig. Das ist so eine Kleinigkeit. Werkzeug haben Sie draußen? Haken, Schraubenzieher, Bohrer, alles da. Die Leute über mir haben mir was geborgt. Eine Leiter? Die Trittleiter zum Fensterputzen. Ja, mal sehen, was sich machen lässt. Michael, hier lang. Hier geht's zum Balkon. Die Glastür hier, Michael. Wohnzimmer, wa? Sieht aus wie im Film. Naja, wenn man Kieschen noch hat. Mensch, das ist ja eine Aussicht hier. Wie im Urlaub. Hier ist die Markise. Auf die Stange haben wir sie schon raufgezogen. Rot-Weiß, klasse. Mir zu Ehren, wa? Ich hab nämlich mal bei Rot-Weiß nach Köln gespielt. Links außen. Ehe wir dann nach Kreuzberg gezogen sind. Mensch, 4 Stockwerke hoch, ganz schön. Reicht denn die Leiter? Na klar, die reicht dicke. Wenn mir jener festhält. Eine Petra! Okay, dann mal ran an die Buletten. Ihr gebt mir mal einen Hammer und einen dicken Nagel, damit ich ein Loch in das Holz schlagen kann. Hier. Sonst passt der Haken nicht. Bitte. Ankörmen nennt man das in der Fachsprache. So, nun mal her mit der Haken. Wie viele sind's denn? 4 Haken insgesamt. 4 Haken. Ich dachte... Telefon.
Ich dachte, 4 Haken reichen, oder? Nehmen Sie doch erstmal das scheiß Telefon da ab. Ach, das ist doch nicht so wichtig. Der ruft nachher nochmal an. Der? Ach, kommen Sie, Michael. Wer mich unbedingt sprechen will, der ruft später auch wieder an. Ah, vielleicht ist er noch für Petra. Quatsch. Es weiß doch keiner, dass ich hier bin. Und meine Eltern haben schon angerufen. Petra muss sie doch festhalten. Sie schweben ja dazwischen Himmel und Erde. Und die wackelige Leiter. Mensch, stagnieren Sie doch. Mich macht das dauernde Gebimmel ganz irre. Wenn Sie so großen Wert darauf legen, bitte. Mutti Jesus, ja bitte. Nein, nein, da sind Sie ja falsch verbunden. Hier ist Muthesius und... Ich hätte sowas. Fehlanzeige, da wollte doch... Da dachte jemand hier seinen Massagesalon. Mensch, ihr könnt mich doch nicht für dumm verkaufen, ihr nicht. Ich weiß ja genau, wer da dran war. Ralf war da dran, dieses hochnäsige Arschloch da. Und Sie mir doch erzählt von dem. Herr Doktor, der war dran. Aber Michael, ich hab... Halt doch das Maul, du! Michael! Ihr steckt doch beide unter einer Decke, loswerden wollt ihr mich. Bin euch nicht vornehm genug, aber scheiße, nicht mit mir. Michael, ihre Fantasie. Ich lass dich zuerst hochgehen, durch. Du alte Schreppe, du. Versuch's doch lieber mit dem Mann und lass die Petra in Ruhe. Petra gehört zu mir, das gebe ich dir schriftlich. Also ich bleib hier, ich will dich nicht mehr sehen, es ist aus, es du ist kommst aus, jetzt aus. Mit mir! Na, Michael, kommst du ja um mich los! Michael, um Gottes Willen! Lass mich los! Michael, sei vernünftig, Michael! Bitte zurücktreten. Du auch, Karl-Heinz. Los. Sie beide da auch. Bitte hinter die Absperrung zurück. Mannhardt, Mordkommission. Ja, danke. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen etwas von dem Vorfall eben gesehen hat, kommt bitte mit lieber zum Mannschaftswagen da. Kommen Sie mal hierher, Herr Mannhardt. Ja? Hier kann ich wieder hören und sehen, was so. Okay, danke, danke. Herrschaften, Moment mal. Immer mit der Ruhe, ja? Einer nach dem anderen. Die junge Frau hier mit dem Hund, ja, die hat sich ja am eiligsten, der sucht ja schon wieder einen Baum. Ja, danke, kommen Sie mal her. Kommissar. Also, Sie haben gesehen, wie da oben auf dem Balkon... Hören Sie mal zu, ich wollte gerade mit dem Hund eine Runde drehen, hier vorne am See lang, wissen Sie? Da höre ich den Lärm oben, ich sehe hoch. Sie, da war ein richtiger Ringkampf da oben da. Und der junge Mann auf der Leiter, den Sie da eben... Also, der hatte eine bunte Markise in der Hand, die da noch liegt. Ja, und? Und was? Ja, was weiter? Ach so, ja. Also die beiden Frauen oben, die haben versucht, ihn runterzustoßen. Ja, runtergestoßen? Ja. Moment doch, bitte. Also er hat versucht, sich bei der einen festzukrallen, der jüngeren, nicht? Aber naja, dann lag er da. Vor meinen Augen hier. Also ich glaube, er war auf der Stelle tot. Hat er wenigstens nicht mehr leiden müssen, der Arme. Na, aber im Fallen, ich glaube, das ist noch wichtig. Im Fallen, da hat er geschrien, ihr Mörder, ihr. Das hat er geschrien? Ja, ihr Mörder, ihr. Ja, das stimmt. Na, das stimmt doch, das hat er doch geschrien, ihr Mörder, ihr. Wörtlich, Herr Kommissar. Vielen Dank, hat er. Vielen Dank, Frau Schildauer. Gehen Sie doch bitte darüber und geben Sie meinem Kollegen noch Ihre Personalien. Ach Gott, mein Ausweis. Vielen Dank. Ich bin doch die Frau. Moment, bitte, eine nach dem anderen. Ja, wenn die jetzt bitte mal etwas näher. Kommen Sie mal hier ran. Jawohl, jawohl. Was haben Sie gesehen? Also, wenn das ein Mord war, dann fress ich einen Besen. Die Weiber hier mit ihren Groschenromanen, denen geht doch immer die Fantasie mit durch. Also, es war kein Mord, sondern? Ein Unfall, Herr Fuchs. Aha, Unfall. Der Junge ist schwindelig geworden und er hat sich noch an die beiden Frauen festhalten wollen, aber die konnten ihn auch nicht mehr halten. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, regen Sie sich mal nicht auf. Das kann ich vor jedem Gericht beschweren. Jawohl. Weiter. Also so war das und nicht anders. Schrecklich, schrecklich. Als wäre damals, ich war hier weiter da. Vielen Dank. Damals, ja, ich danke Ihnen. Wenn Sie auch freundlicherweise darüber gehen wollen und Ihre Personalien da. MW, machen wir. Was ist denn? Ich heiße Detlef Ernst, Nieheimer Straße 4. Gut, und was hast du gesehen, Detlef? Mein Vater ist auch bei der Polizei. Ah, sieh mal. Wir haben hier auf dem Parkplatz Federball gespielt. Das Mädchen hat den Mann runtergestoßen, na klar. Ach, vorher haben sie sich ganz laut gestritten, haben Krach gehabt. Und der Mann hat wirklich Mörder geschrien, ganz laut. Dann ist sie in einem grauen VW geflüchtet. Das hier habe ich gefunden. Was ist das? Nachdem die Feuerwehr den toten Mann abgeholt hatte. Das hier. Das sind eine Zigarettenschachtel. Ja, da sind Schulaufgaben drin. Was? Mathe, Physik und Chemie. Zettel mit Aufgaben ist da drin. Zeig mal her.
tatsächlich. Dank dir, du. Das nehme ich mal mit, ja? Komme ich noch aufs Präsidium? Nein, das nicht. Herr Mannhardt? Ja? Ja, ich komme sofort. Ja, Mannhardt hier. Herr Dr. Weber? Na, wie sieht's aus bei Ihnen? Ja, ich habe noch nicht viele Zeugen sprechen können, aber es schälen sich jetzt schon zwei Parteien raus. Die einen halten es für einen Mord und die anderen für einen Unfall. Ja, soweit ich sehe, gibt es 6 Möglichkeiten. 6? Wieso? Ja, erstens, Petra hat Michael von der Leiter gestoßen. Motiv, den Klotz am Bein loswerden, aufsteigen in die höheren Kreise. Zweitens, die Frauen haben Michael gemeinsam in die Tiefe gestoßen. Motiv wie oben, plus möglicherweise was Lesbisches. Drittens, es war ein Selbstmordversuch, den die beiden Frauen nicht mehr verhindern konnten. Michaels Motiv, tiefe Verzweiflung und so weiter. Viertens, es war nichts weiter als ein Unfall und die beiden Frauen hatten keine Chance mehr, Michael. Pardon. Ja, da spricht einiges dafür. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Weber, aber es steht so gut wie fest, wie ich hier mehrmals gehört habe, dass Michael geschrien hat, ihr Mörder, ihr. Also fünftens, es war ein Selbstmord, der als Mord erscheinen soll. Motive bei Michael wie oben, Verzweiflung, aber mit einem kräftigen Schuss Rache dabei. Beide Frauen für einige Jahre bis Jahrzehnte ins Gefängnis. Und sechstens, es war ein Unfall, der als Mord erscheinen soll. Motive wie gehabt. Dann blieb noch siebtens. Nein, wieso denn siebtens? Doch, Entschuldigung, aber siebtens, die Studienrätin hat mich heruntergestoßen. Motiv bekannt. Und Petra hat ihn noch halten wollen. Oder auch nicht. Dann fragen Sie die Gute doch mal. Ist ja die Einzige, die uns im Augenblick zur Verfügung steht. Ne? Ja, okay. Wohin bitte? Ist das die Wohnung von Frau Motesius? Die Presse hat keinen Zutritt hier. Was denn? Alles voller Polizisten? Gehen Sie bitte weiter. Mannhardt von der Mordkommission. Oh, Entschuldigung. Die Kollegen von der Spurensicherung sind gerade fertig geworden, gerade weg. Und der Arzt ist auch eben raus. Sie hatte wohl einen leichten Schock. Danke, Herr Kollege. Frau Mortesius? Ja? Ich heiße Mannhardt. Ich komme von der Mordkommission. Mordkommission? Das hier ist der Balkon, ja? Es war ein Unfall. Ein Unfall, mein Gott. Ja, ganz schön hoch. Er hat den Halt verloren. Ganz plötzlich. Wissen Sie, ich wollte ihn ja noch festhalten. Sie sind Studienrätin am Erasmus-Gymnasium. Deutschgeschichte, Erdkunde. Ja. Darf ich mich hier an Ihren Schreibtisch setzen? Ja, bitte schieben Sie die Hausarbeiten etwas beiseite. Danke. Ach, haben Sie das hier geschrieben? Ist das Ihre Handschrift? Wieso? Liebe Mutti, entschuldige, dass ich erst heute zum Schreiben komme. Meine Korrespondenz geht Sie herzlich wenig an. Lassen Sie den Brief bitte liegen, wo er liegt. Unterschrift eine Eva. Das haben Sie also geschrieben. Rauchen Sie? Wir haben den Jungen nicht vom Balkon gestoßen. Warum hat er dann ein Stück von Petras Bluse in der Hand gehabt? Er ist ausgerutscht. Er hat sich da in seiner Todesangst festgeklammert. Und Petra wiederum, die hat sich bei Ihnen festgeklammert. Wie meinen Sie denn das? So wie ich sage. Wir haben Michael nicht umgebracht, verdammt normal! Bitte, bleiben Sie sachlich, ja? Sie sind also nicht Raucherin? Ja. Unten auf der Straße hat ein Junge eine Zigarettenschachtel gefunden mit einem Zettel drin. Hier, das ist Ihre Handschrift. Und wenn mich nicht alles täuscht, mein Sohn ist ja nun auch bald so weit, dann sind das Prüfungsaufgaben, nicht? Physik, Chemie, Mathematik. Was versteht man unter dem lichtelektrischen Effekt? Schildern Sie das Fischer-Tropsch-Verfahren und geben Sie die Chancen seiner Nutzung in der Zukunft an. Berechnen Sie den Mengenindex, naja, und so weiter und so weiter. Ihr Kommentar, Frau Motesius? Ach Scheiße, hör doch auf damit. Dann soll ich bei Ihnen in der Schule anrufen und den Rektor fragen. Bei dem stehe ich sowieso schon lange auf der Abschlussliste. Also? Das sind die Aufgaben für die letzten Klassenarbeiten in der 12a. Und das ist Petras Klasse? Ja. Nein, lassen Sie nur. Ich gehe nochmal an. Ja, hallo? Petra? Hallo, Petra! Hören Sie, Petra, machen Sie keinen Quatsch! Bitte, machen Sie keinen Quatsch! Hallo! Es wird eingehängt. Die Bullen jagen sie jetzt wie ein Tier. Hocken die ganze Woche über in den Kasernen und freuen sich, dass sie jemanden vor die Flinte kriegen. Zu schön, wenn man sich mal wieder in Notwehr befindet.
Petras Versetzung war gefährdet, stimmt's? Ja. Wenn sie die Arbeiten nicht geschafft hätte, dann wäre sie erledigt gewesen. Ja, dann hätte sie abgehen müssen. Und da haben Sie ihr geholfen? Ja, ja. Ja. Einer musste ihr doch helfen. Wir wollten uns gemeinsam darauf vorbereiten. Die anderen haben Väter, Brüder, die ihnen helfen. Die anderen haben Geld für Bücher, für Nachhilfestunden. Aber sie hat nur eine Familie am Hals, die sie auffrisst. Von der sie aufgefressen wird. Die sie nicht weiterkommen lässt. Bei dem Zuhause, das sie hat, da wäre auch Einstein nur Busfahrer geworden. Ja, oder Handwerker wie Michael. Nur der hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat die Aufgaben bei Petra gefunden und euch erpressen wollen. Erpressen? Naja, erpressen. Entweder Petra zieht zu mir oder wenigstens zu ihren Eltern zurück oder ich gehe zu eurem Rektor und lasse euch beide aufliegen. So war's doch. Ja. Ja, und dann musst du verschwinden. Verunfallen, wie das so schön heißt. Nein, nein, ja, ja, okay, nein. Okay. Und jetzt ist Michael tot und Petra auf der Flucht. Und nun? Ich hab's doch nur gut gemeint. Emanzipation. Man kann doch nicht immer nur davon reden. Man muss doch auch mal handeln. Und gerade Petra bei ihrer Begabung... Und Michael? Der hat doch offenbar das Mädchen geliebt. Ja, richtig geliebt, wenn das Wort überhaupt noch einen Sinn hat. Als Verkäuferin hätte sie ihn geheiratet, aber nicht als Ärztin oder als Studienrätin oder sowas. Er, der Michael ist doch das Opfer. Müssen wir Frauen denn immer nur das Opfer sein? Diese Scheißgesellschaft schon ihre Opfer haben will. Warum immer nur wir Frauen? Die haben Michael hinuntergestürzt. Nein, das habe ich nicht. Aber Petra, könnte dies nicht gewesen sein? Es war ein Unfall. Mensch, ein Unfall. Und warum hat Michael da geschrien, ihr Mörder, ihr? Hat er das nun geschrien oder hat er es nicht geschrien? Ja, das hat er. Na also, und warum wohl? Aus Rache, aus Eifersucht, das weiß denn ich, weil Ralf gerade am Telefon war. Ralf? Wer ist denn das nun wieder? Ein Bekannter von Petra. Ein Bekannter, so. Beruf? Student. Aha, und was? Medizin. Ja, und da hat das Telefon geklingelt, als Michael da oben auf der Leiter stand. Ralf? Verdammt nochmal, ja. Und da sind bei Michael die Sicherungen durchgebrannt. Also plötzlich kein Unfall mehr, sondern ein Selbstmord, der wie ein Mord aussehen sollte. Ja. Wenn ihr es so haben wollt, meinetwegen. Und warum ist Petra dann abgehauen? Warum ist sie dann geflohen, wenn sie den Mord nicht begangen hat? Der Schock, verstehen Sie das doch? Der Schock. Na Moment, immerhin war sie ruhig und besonnen genug, um in ihr Auto zu steigen und loszufahren. Ich weiß nicht, ich weiß es auch nicht. Frau Mothesius, die Leute da unten sagen, die Frau Mothesius, die war mit dabei, als die Rangelei da oben auf der Leiter losging. Ich habe doch noch versucht, Michael festzuhalten. Als Petra ihm schon den entscheidenden Stoß versetzt hat. Es hat ihn niemand gestoßen. Er ist gefallen. Und darum ist Petra abgehauen? Nein. Nein, meine Liebe, das nehme ich Ihnen nicht ab, trotz aller Sympathien. Das Mädchen ist unschuldig. Aber jetzt ertreibt ihr sie in den Tod. Oder ihr bringt sie dazu, dass sie Amok läuft. Amok? Wieso soll sie Amok laufen? So macht man doch Anarchisten, oder? Jetzt ist sie als Mörderin abgestempelt. Jetzt hat sie doch nichts mehr zu verlieren. Als erstes wird sie unseren lieben Rektor umlegen, den sehr verehrten Herrn Kollegen Moment, Dr. Wilberts. Moment, Frau Mothesius. Der will sie sowieso um jeden Preis von der Schule haben, seit sie ein paar Mal Flugblätter verteilt hat. Umlegen? Ja. Und womit? Die kennt doch mit Sicherheit ein paar Leute, die einiges an Waffen bei sich haben. Haben Sie Namen? Nein. Aber sie hat öfters mal sowas angedeutet, wenn sie down war. Jedenfalls vielen Dank für den Tipp. Ehe sie kriegt, bringt sie sich um. Und ehe sie sich umbringt, dann macht sie den Wilberts fertig. Das ist gar kein Ausdruck für das, was ich da bei ihr angeschaut habe. Kann sie vielleicht bei ihren Eltern sein? Theoretisch ja. Ja, dann werden wir mal. Und was ist jetzt mit mir? Vorläufig festgenommen. Tut mir leid. Ja, die Mordkommission ist eingeschaltet worden, ja. Oberkommissar Mannhardt leitet die Ermittlungen, Herr. Ja, mit Kriminalobermeister Koch zusammen. Ja, draußen in Tegel, Neheimer Straße am Tegeler See. Die Neubaublöcke da. Das Opfer, Momentchen mal. Hier, ja. Hören Sie, ein Michael Slapka, SLZ, ja, ZAPK und A, Slapka, 23 Jahre alt. Den Papieren zufolge, die wir bei ihm gefunden haben, Starkstromelektriker von Beruf, ja. Und die Haupttäterin, wenn ich das mal so sagen darf, ist die Schülerin Petra Palczewski,
Knapp 19 Jahre. Mhm. Sie ist flüchtig. Und zwar im PKW der Muthesius. B-HV-7331. Ja, die Fahndung läuft auf Hochtour. Junge, Junge, ist das ein Aufstand da drin. Putbusser Straße, ja, das ist der Wedding, wo am schönsten ist. Also wenn ich Petra wäre, wäre ich hier schon mit anderthalb Jahren abgehauen. Das ist doch wenigstens noch eine Familie. Ja, kannst du ja mal fragen, vielleicht adoptieren sie dich. Los, ab ins Schlafzimmer! Stefan, lass den Eimer stehen, du nimm mir fällig dein Schuhzeug mit! Jitti, du wechselst Andreas deine Windeln, wenn er wieder stinkt! Ehe die aufmacht, hat oben die Abrisskolonne angefangen, nebenan sind sie schon. Frau Palczewski! Ja, ich komm ja schon! Guten Tag, Frau Palczewski, Kriminalpolizei. Ja. Mein Name ist Mannhardt und das ist mein Kollege, Herr Koch. Ja, Sie werden ja wohl schon gehört haben. Ja, Sie wissen ja sicherlich um... Ja, ich habe schon gehört. Kommen Sie mal rein. Da in die Küche da, ja? Mein Mann ist noch auf Arbeit. Petra ist nicht hier, was? Nö. Mein Kollege darf sich doch mal ein bisschen umsehen. Sie verstehen schon. Oh, meinetwegen soll er. Hauptsache, er klaut uns nicht unsere goldenen Teller. Keine Sorge. Danke. Darf ich mich... Ja, setz dich mal da ans Fenster. Hier vorne ist noch alles voll von Stefan seinen Brei, ein Schwein. Der spuckt im Augenblick alles wieder aus. Na, Frau Palczewski, Sie haben gehört, dass Ihre Tochter... Die Petra, ja. Na und? Ach, wissen Sie, Herr Kommissar, ich bin 41 Jahre. Ich habe einen Krieg mitgemacht. Mein erster Mann ist mal an Krebs weggestorben. Ihn Junge vom Lastwagen überfahren. Was soll einen da noch groß erschüttern? Man bekommt seine Kinder, man verliert sie wieder. Das eine so, das andere so. Keine Spur von Petra. Danke, Frau. Ja. Komm, setz dich. Frau Palczewski, meinen Sie, dass Petra noch mal hier aufkreuzt? Ja, die kommt auf alle Fälle noch mal. Na, mein Mann hat ihr doch den Berliner Ausweis abgenommen und den Reisepass auch, damit sie auf keine dummen Gedanken kommt. Mhm. Nicht? Und ohne die Pässe kommt sie doch nicht raus aus Berlin. Ja. Glauben Sie denn, dass Ihre Tochter Michael vom Balkon gestürzt haben könnte? Nee, aber möglich ist schließlich alles. Hat sie denn sowas mal geäußert? Keine Ahnung. Na, Susi sagt, Michael sei ihr hinterhergelaufen wie ein Dackel. Also die haben ja schon gelebt wie, naja, wie ein neues Ehepaar haben die, nicht? Und die hätten das so schön haben können. Vor 3 Jahren, ja, so lange muss das wohl schon her sein. Also vor 3 Jahren, da hatten wir eine schöne Lehrstelle für sie. Drogistin hinten in der Brunnenstraße, eine schöne Sache, 1A. Wie das da duftet und einen weißen Kittel an den ganzen Tag. Ja. Aber nee, das wollte sie nicht. Die musste ja unbedingt was höret werden. Kind, sagte ich zu ihr. Weißt du, wie heute, Kind, was soll denn die ganze Studiererei? Du heiratest ja doch mal. Das stimmt doch, oder? Sehen Sie, Herr Kommissar. Mama, an welchem Fluss liegt Nürnberg? Weiß ich nicht, da war ich noch nicht. An der Nürne vielleicht. Nein, ich kriege ja wieder eine 5 in Erdkunde. Na, guck doch mal in den Atlas. Haben Sie ihn? An der Pegnitz, Susi. P-E-G-N-I-T und Z. Pegnitz. Nu, hau ab und vergiss das nicht gleich wieder. Ja, mit die Petra war das schon schwer. Immer Rosinen in den Kopf. Geh ruhig aufs Gymnasium, hab ich zu ihr gesagt. Und lass dir da so von Oma ab angucken. Wer ist denn die da? Die stinkt ja da Wirsingkohl. Die wohnt wohl in der Laube auf der Rieselfelder. Frau nee, Herr Kommissar, das haben wir nicht nötig. Das ist nichts für uns. Das endet immer mit einem großen Knall. Und das alle Tier, das überrascht mir ja nicht mehr. Ich hab das schon lange kommen sehen. Aber sie wollte ja nicht hören. Sie hätte einen ordentlichen und anständigen Beruf erlernen können. Nur wandert sie ins Gefängnis. Gratuliere. Noch besteht ja Hoffnung, dass sie... Nee, da besteht keine Hoffnung mehr. Die Lehrer haben sie schon früher nicht verknusen können. Vater angelernter Arbeiter, Mutter Verkäuferin. Und nur jetzt noch die ganze Geschichte. Na, die sagen doch, die Petra, die ist eine Schande für das ganze Gymnasium. Ich glaube, da lässt sich schon irgendwas dran drehen, Frau Palczewski. Und wenn? Was haben wir denn? Na, dann guckt sie uns nicht mehr an, dann will sie was Besseres sein. Dann sind wir ja nicht mehr fein hier noch. Sie sehen ja, warum ist sie denn jetzt welches zu holen? Weil es bei der Frau Studienrätin da vornehm ist. Weil sie da ihr lehrt, mit der quatschen kann. Tja, was machen wir nun? Wir warten erst mal. Na, wenn sie ihren Ausweis und ihren Reisepass noch hier hat, dann... Die taucht hier bestimmt noch mal auf. Okay, dann warten wir noch eine halbe Stunde. Um 18 Uhr, für 18.30 Uhr. Und nur soll ich sie suchen, damit
Er kann ja nicht, sonst schaffen wir es uns nachher nicht, weil er ja gleich von der Arbeit... Ich habe schon Schulschluss. Das soll ich... Ja, sehen. Dann komm mal rein. Danke. Bin ich Jesus? Ach, Elvige, mach doch mal das Fenster auf, das stinkt ja wie im Saustall. Ja, wenn du Parterre wohnst, dann musst du mal alle zu haben. Die klauen ja hier wieder Rahmen. Ja, dafür braucht man keine Treppen zu steigen. Trotzdem, eure Wohnung sucht euch mal woanders. In Hochhaus, Nagelschütt Viertel oder Gropiusstadt oder sowas. Komiker. Ja, die liest er jetzt immer. Die geht ja nicht mehr so viele weg wie früher. Ja, jetzt hockt er immer alleine hier rum und spielt mit den Händen an den Finger. Ich hab so viel für die Schule zu tun, gerade jetzt. Wird ja später was Schönes werden. Du Jugendrichterin oder wie die sich schimpfen, Beamtin, höherer Dienst. Und er zieht im Kraftwerk Reuter eine Kupferdrähte durch die Hallen. Mikrier Starkstromelektriker. Ach, hier sind sie auch nicht. Was? Ach, das wird schon werden. Wir machen seinen Meister und dann... Wird er graduierter Ingenieur und dann... Und dann und dann und dann und dann, ja. Quatsch da bloß hier so ein dämliches Zeug, Mensch. Du weißt ja ganz genau, dass er schon mal ganz anständig auf die Schnauze geflogen ist. Damals, als er an den Schreibtisch rollte bei die Leute da vom Buchclub. Eigene Werbekolonne, der Herr Generalvertreter für West-Berlin. 3 Mille Einlage, ja, und in 10 Jahren der 10-fache zurück, haben sie gesagt, oder? Was sie ihm da noch alles versprochen haben. Und was war? Kein Pfennig hat er gekriegt. Das Einzige, was er gekriegt hat, das waren 3 Monate mit Bewährung. So ist es doch. Ja, das war ja auch eine Gemeinheit von denen. Ein Glück, dass sie ihn nicht für immer rausgeschmissen haben. Aber das war eine Lehre für ihn. Nie wieder sowas. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Er hat ja bloß keinen Mumm. Intelligent ist er doch, um mehr zu werden als ein Arbeiter. Ich werde dir mal was sagen, du. Ich bin Arbeiter. Facharbeiter, so ja. Karusselldreher, wenn dir das ein Begriff ist. Und das ist schon was. Die großen Stücke, jawohl. Mein Großvater war Arbeiter und mein Urgroßvater auch, wenn auch bloß Landarbeiter. Und ich bin stolz drauf. Von uns leben doch die dicken Schweine alle, die da in Fernsehen rumprotzen und große Reden schwingen. Jawohl, von unserer Arbeit. Na, ist ja gut, ich habe ja gar nichts gesagt gegen Arbeit. Ja, und eins sage ich dir, du. Wenn du jetzt Micha fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, weil er nicht mehr fein genug ist für dich, weil er dir ein Klotz am Bein ist, du, dann findest du dich im Krankenhaus wieder, der zeigt dir, oder? Du kannst dir die Radieschen von unten ansehen. Verstehen wir uns? Ja. Der Junge braucht dich, wie er die Luft braucht, zum Atmen braucht. Ohne dich, da sackt er ab, da verliert er jeden Halt, da geht er mir vor die Hunde. Du, das zeigt dir. Und lassen Sie mich loslassen lassen. Wenn der Junge sich was antut, dann... Wir heiraten ja Ostern, ja bestimmt Ostern. Ja, schön. Sag mal, du... Du suchst doch keine Kinokarten hier. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Und so komisch bist du auch, so blass, so aufgelöst. Da steckt doch was anderes hinter. Na, zeig mal, warum ist denn deine Bluse so zerrissen? Das sehe ich ja jetzt erst. Ach die, da bin ich vorhin hängen geblieben. Bei uns im Keller. So, im Keller. Da hast du wohl auch was gesucht, was? Vielleicht auch die Kinokarten, was? Oh Mann, oh Mann, du ist aber genug. Na, Kinokarten, dass ich nicht lache. Und die suchst du in seine Fußballschuhe? Also los, Mädchen, was ist hier Sache? Was wird hier gespielt? Ich suche die Kinokarten heute. 18.30 Uhr, Gloria Palast. Mensch, du schnüffelst doch hier rum. Ach, wo, was denn, wonach soll ich denn? Du, wenn ich rauskriege, der du... Also los, jetzt raus mit der Sprache. Ach, nicht, mein Gott, die Kinokarten, nichts weiter. Moment mal, wir sprechen uns noch, ja? Ich war vorhin schon mal hier. Ja, da habe ich geschlafen. Ne? Bin nicht schnell genug hochgekommen. Ja, tut mir ja leid, aber... Na, was ist denn? Fassen Sie sich bitte. Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihr Sohn, er ist tot. Michael. Tot? Ja, mein herzliches Beileid. Was denn, Liebe? Ein Unfall? Wieder keine Sicherheitsvorschriften, was? Tödlicher Schlag. Ja, ich hab's ja kommen sehen, die ganze Zeit über hab ich's kommen sehen. Diese verdammten Schweine. Nein, nein, nein.
nicht in Kraft werden? Nein. Es besteht Anlass zu der Vermutung, dass eine Braut ihn in der Neheimer Straße in Thiel von einem Balkon in die Tiefe gestoßen hat. Die Petra? Ja, die braucht ja kein Gericht mehr. Die schlägt selber tot! Seit ich Rektor des Erasmus-Gymnasiums bin, ist es das erste Mal, dass eine Schülerin versucht, mich umzubringen. So genau ist es ja noch gar nicht raus. Das ist doch eine Anarchistin, der traue ich alles zu. Lesen Sie doch mal das Flugblatt hier, das sie vorige Woche auf dem Hof verteilt hat. Hier, bitte. Ja, danke. Vielen Dank. Später vielleicht. Typisch. Immer nur die Augen verschließen. Hier, hören Sie mal. Unsere Arbeit gilt der revolutionären Umgestaltung der Schule und vor allem dem Kampf gegen die Allmacht der Rektoren. Wir kämpfen gegen jede Autorität, die nicht bereit ist, sich von unten in Frage stellen zu lassen. Der Feind steht immer oben. Nicht Gewalt ist unsere Waffe, sondern Ungehorsam. Schön, nicht? Und Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Junge Menschen wie diese Petra Palczewski. Gestern hat sie diese Flugblätter verteilt, heute hat sie einen Mord auf dem Gewissen. Bisher ist es nur ein Verdacht. Und morgen wirft sie Bomben und überfällt unsere Banken. Keine Angst, Herr Dr. Wilberts. Sie wird nicht dazu kommen, völlig durchzudrehen, denn ich rechne fest damit, dass sie erst einmal hier aufkreuzen wird und hier stehen meine Leute. Dann bin ich also ihr Köder, wie? Das Mädchen hasst Sie, Herr Wilberts, und wenn Sie wirklich Amok... Sie hat keinen Grund, mich zu hassen. Sie haben mir das Leben verdammt schwer gemacht, oder? Sie hat auf dieser Schule nichts zu suchen. Chemie 5, Mathematik 5, Biologie 4. Ich zwinge schließlich niemanden, bei uns das Abitur zu machen. Ich kann es einfach nicht zulassen, dass die anderen Schüler ins Hintertreffen geraten. Sie wissen, der Numerus Clausus. Eine Zehntelnote kann über sein oder nicht sein entscheiden. Ich habe auch meine soziale Ader, glauben Sie mir. Aber je mehr Zeit meine Lehrer für Mädchen wie Petra Palczewski aufwenden, desto weniger Zeit haben sie für das Dutzend Schüler, das von 2,0 durchaus noch auf 1,6 oder 1,5 kommen könnte. Der größeren Zahl gegenüber haben wir die größeren Verpflichtungen. Frau Mothesius hat sich doch um Petra... Fräulein Mothesius, bitte. Meines Wissens hat sie niemals geheiratet. Man erzählt sich hier, dass sie es auch niemals tun wird. Sie verstehen. Nein. Noch sind förmliche Eheschließungen zwischen zwei Frauen zum Glück nicht statthaft. Sie wissen, was diese Anschuldigung bedeuten kann. Ich beschuldige niemanden. Ich tue das, was in dieser Situation verlangt wird. Ich verschaffe Ihnen Informationen, die Sie zur Aufklärung eines Mordes benötigen. Und entschuldigen Sie meine Erregung, ich bin 61 Jahre alt. Und in diesen 61 Jahren hat mir noch niemand gesagt, pass auf, da wird ein 19-jähriges Mädchen kommen und versuchen, dich umzubringen. Sie hat keine Chance. Und außerdem sind das doch nur, nun ja, Spekulationen, Albträume. Das hier, die Bewachung, ist eher ein Alibi für uns als eine echte Schutzmaßnahme. Und bis jetzt hat mich auch noch kein Kriminalpolizist als Köder benutzt. Ich werde mich beschweren, Herr Mannert. Bitte. Das Abgeordnetenhaus wird sich freuen, wenn es erfährt, wie Sie die Unterwanderung unseres Gymnasiums durch linksextremistische Kräfte unterstützen. Ich bin lediglich zu Ihrem Schutz hier, Herr Dr. Wilberts. Außerdem hoffe ich, dass Sie mir noch ein paar Hinweise geben können, wo das Mädchen sich... Ja, bei der Mothesius, wo denn sonst? Aber da... Ach ja, na, höchstens noch bei Ihren Eltern. Nein, da ist sie nicht. Dann fragen Sie doch mal bei Fräulein Mothesius. Ich hoffe immer noch, dass sie zu Ihnen kommt und wir... Ja, Das ist nur mein Mitarbeiter, Herr Koch. Petra ist bei Slapka. Wer ist Slapka? Na, Michaels Vater. Sie war da und hat die Sachen durchstöbert. Als ein Beamter geklingelt hat, um Slapka zu sagen, dass sein Sohn... Da wollte Slapka sie... Sie ist aber entkommen. Pater Bruno? Ja. Wieder in den Wagen rein und ab, quer durch die Mitte, im Augenblick Großfahndung. Wollen wir hinterher? Nein. Ohne mich. Ach, unsere Kripo schützt die Verbrecher. So ist es richtig. Mir ist nicht bekannt, dass Peter von irgendeinem Gericht verurteilt worden ist. Sie hören noch von mir, Herr Mannert. Sie von mir ebenfalls. Wenn Peter an dieser Schule ihr Abitur gemacht hat, dann kriegen Sie eine Kiste Sekt von mir. Und wenn nicht, dann... Komm schon. Trink erst mal was im Büro. Nimmst du Zucker? Nee, danke. Bin schon süß genug. Ach, das ist vielleicht eine Scheißwelt. Wir sitzen hier in aller Gemütsruhe und draußen, da hetzen sie ein Mädchen durch die Stadt, das im Grunde nichts weiter wollte als das, was ihr das Grundgesetz zusichert. Und sie hat es auch so geschafft, ohne ihn umzubringen. Für mich ist das eine Anarchistin, tut mir leid. Das sind doch beides Opfer. Opfer unserer Gesellschaft. Ach, na klar. Jeder hat die Chance, was zu werden, aber wer oben anfängt, der geht über 100 Markscheine und wer unten anfängt, der muss über Leichen gehen. Ach, hör doch auf. Wer hat sie denn gezwungen, aufs Gymnasium zu gehen? Meinst du denn, dass man als Tipps immer unglücklich und als Frau Studienrätin immer glücklich sein muss? Oh, darum geht's doch gar nicht. Es ist doch unhaltbar, dass alle menschlichen Bindungen kaputt gehen, nur weil ein intelligenter Mensch, nur weil ein intelligentes Mädchen mal was anderes werden will als nur Hausfrau, Mutter, ungelernte Arbeiterin oder irgendwo eine unterbezahlte Hilfskraft. Und dann zusehen muss, dass
Die schwachsinnigen Söhne von irgendwelchen schwachsinnigen Apothekern oder Zahnärzten das werden, was sie nicht werden durfte. Das ist doch ein Extremfall hier. Ja, was weiß ich. Wahrscheinlich, ja. Wenn diese Idioten im Funkwagen besser aufgepasst hätten, dann wäre sie jetzt hier auf Nummer sicher. Mannhardt, ja bitte? Ja, wissen Sie schon das Neueste, Mannhardt? Nein. Der Junge, der Michael Slabka, der hat das Bewusstsein wiedererlangt. Die Ärzte sagen zwar keinerlei Hoffnung, dass er durchkommt, aber Olscher sitzt bei ihm im Virchow-Krankenhaus. Vielleicht macht er doch noch eine Aussage. Im Moment. Was ist denn? Michael Slabka lebt noch, die Ärzte... Ja, hallo, Mannhardt. Ja, ich bin noch da, Herr Dr. Weber. Ja, ich höre gerade, dass das Mädchen... Was? Ja, hören Sie. Ja, ich höre. Man hat sie eingekreist und sie ist auf den Neubau, den Rohbau des Berlin-Centers geflüchtet. Auf welches Center? Nicht Europa-Center, Berlin-Center. Berlin-Center, ja. Sie steht oben auf dem Gerüst, siebtes Stockwerk, und droht in die Tiefe zu springen, wenn einer auf sie zugeht. Ja, Herr Dr. B. Ja. Ich höre ja. Hören Sie, Mannhardt, Sie haben doch Talent dazu. Es sind 5 Minuten von hier zum Wittenbergplatz, zur Orania rüber. Na und? Sie wissen am meisten über den Fall. Sie haben die meisten Informationen über das Mädchen. Sie haben mit den Beteiligten gesprochen. Versuchen Sie, sie von da oben runterzuholen. Ich alleine? Ja, Sie haben vollkommen freie Hand. Okay. Dann lassen Sie ja ausrichten, dass einer kommt, der vielleicht helfen kann. Mache ich. Und viel Glück. Danke. Sehen Sie, so geht das schon seit einer Viertelstunde. Und wenn sie springen würde, das Sprungtuch da unten, das ihre Leute halten... Bei der Höhe ziemlich witzlos. Und wenn sie von einer ausgefahrenen Leiter aus... Das haben wir schon versucht, da wäre sie um ein Haar gesprungen. Die meint es ernst, das ist kein Getue. Na ja, dann werde ich mal mein Glück versuchen. Da sehe ich schwarz. Hören Sie, Peter! Mein Name ist Mannhardt. Ich habe die Ermittlungen geleitet, ich habe mit allen gesprochen. Ich kenne Ihre Probleme. Ich bin der Einzige, der Sie hier versteht und der Ihnen helfen kann. Helfen? Wie denn? Das sind 10, 15 Meter bis zu Ihnen hin. Ich kann nicht die ganze Zeit über so brüllen. Dann kommen Sie her. Bis zu dem großen Teerofen da, dem Teerkocher. Okay. Aber die anderen bleiben da. Ja, ich pass auf. Achtung! Das Gerüst ist nicht so stabil wie... Halt, stehen bleiben! So, hier. Wenn Sie mich mit einem Hüftsprung packen wollen, dann ziehe ich Sie mit in die Tiefe. Mir ist jetzt alles egal. Alles egal? Wieso denn? Für Sie bin ich doch Michaels Mörder. Dass Sie es vorsätzlich oder im Affekt getan haben, das ist eine von 6 oder 7 Möglichkeiten. Sie sind doch noch nicht verurteilt. Hier ist Stimmung hier in Berlin. Da sind doch die Richter und Schöffen alle gegen mich. Ich bin von zu Hause abgehauen. Ich habe viel in linken Kneipen rumgesessen. Ich habe auch mal Hasch geraucht. Ich habe zum Schulstreik aufgerufen, als das mit dem radikalen Erlass kam. Ich bin doch als Anarchistin abgestempelt. Sowas gehört eben eingesperrt. Ich bin auch Beamter. Und Sie sind doch da, um mich einzusperren. Ich bin erst mal da, um Sie daran zu hindern, Ihr Selbstmord zu begehen. Und warum? Damit ich dann meine 10 Jahre absitzen kann. Sie sind als Zulieferer fürs Gefängnis da, als nichts weiter. Meine Tochter ist bald so alt wie Sie und könnte leichter auf ähnliche Gedanken kommen. Mensch, jetzt macht er auch väterlich. Und bei uns, da gelte ich als so weit links, dass man mich bei den letzten Beförderungen geflissentlich übersehen hat. Sie können mir viel erzählen. Na, soll ich mich jetzt vielleicht neben Sie aufs Gerüst stellen und die Internationale singen? Tja, man merkt doch gleich, dass ihr jetzt einen Polizeipsychologen habt. Komm, Mädchen, reden wir doch mal Tacheles. Hast dich lange genug interessant gemacht. Du hast eine echte Chance, nicht verurteilt zu werden. Alles spricht für einen Freispruch mangels Beweises. Bei dem Aufsehen, den der Fall erregen wird, gilt ganz sicher das alte in dubio pro reo. Also komm jetzt runter und lass doch die Zicken. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Michaels Vater wollte mich umbringen. Für meine Eltern bin ich eine Verräterin, für die bin ich gestorben. Und zur Schule wollen sie mich rausekeln. Jetzt heißt recht. Herr Manner! Moment mal, das ist mein Chef. Ja, was gibt's denn? Kann ich mal zu Ihnen nach vorne kommen? Nein, das ist wieder so ein blöder Trick. Dann gehe ich mal einen Augenblick darüber. Das ist außerordentlich wichtig. Dann gehen Sie schon. Aber wenn das eine Falle ist, leben kriegt ihr mich nicht. Da sitze ich nicht 10 Jahre im Knast und verkomme da. Lieber auf dem Friedhof in der Urne als lebendig begraben sein. Komm, Petra, behalt doch die Nerven. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ja? Michael ist gestorben. Ja. Aber vorher hat er noch mal für kurze Zeit das Bewusstsein erlangt. Das haben Sie doch vorhin schon gesagt. Dabei hat er noch eine Aussage gemacht. Was? Geständnis?
Quatsch. Wir haben schnell geschaltet. Olscher hat ein kleines Tonbandgerät mitgebracht. Und? Entlastet die beiden Frauen. Kurzschlusshandlung. Selbstmord mit der Absicht, die beiden Frauen als Täterinnen hinzustellen. Ist das echt? Das Band? Naja, das Band und Michaels Geständnis. Die Aufnahme sicher und seine Aussage, ich glaube schon. Na, ich muss jetzt zu dem Mädchen zurück. Hier, nehmen Sie das Tonbandgerät mit. Okay. Was haben Sie denn da? Giftgas? Nervengas oder was? Nein, kleines Tonbandgerät. Wozu denn das? Bleiben Sie stehen. Ja, doch. Der Michael ist im Krankenhaus noch mal zu sich gekommen und hat ein Geständnis abgelegt. Was hat er gesagt? Spielen Sie doch mal vor, was? Ja, Moment. Ich muss erst mal sehen, wo hier der... Sind Sie aus dem Schneider, Petra. Und damit soll ich leben? Er ist gestorben. Und ich bin auch gestorben. Wieso? Michaels Vater hat Ihren Leuten doch sicherlich erzählt, dass ich bei Michael alles durchwühlt habe, oder haben Sie es schon selber gesehen? Nein, aber das hätte ich mir denken können. Wieso denken können? Was, wir wollten doch einen Abschiedsbrief finden. Tagebücher, Aufzeichnungen, die Sie entlastet hätten. Der alte Slapkerl, der hat Sie gehasst, das steht mal fest. Und wenn er das Entlastungsmaterial vor Ihnen gefunden hätte, dann hätte er es todsicher verschwinden lassen. Tja, der ganz sicher. Aber ich war ja noch aus einem anderen Grund da. Zettel mit den Aufgaben, ne? Der Zettel, wo Frau Mothesius... Sie haben ihn also bei Michael gefunden. Ja, habe ich. Und ich weiß auch, dass er euch damit erpressen wollte. Ich habe gedacht, er hat ihn zu Hause gelassen und... Kommen Sie doch erst mal hier runter von dem wackeligen Gerüst, Petra, dann können wir in aller Ruhe weitersprechen. Ich stehe hier ganz gut. Ich habe ein Scheißleben vor mir. Und ob ich normal so eine Chance habe, so schnell auszusteigen. 10 Minuten. Normalerweise. Den hat man nie wieder. Frau Mothesius hilft Ihnen doch. Er hat Ihnen doch schon mehr als geholfen, oder? Ach, die fliegt doch von der Schule, wenn das rauskommt. Und dann ist sie doch auch gestorben. Jetzt verstehe ich langsam. Ja, das ist mehr als raffiniert, du. Wirklich. Und ich habe auch noch Mitleid mit dir gehabt. Was? Das tu doch nicht so. Eva Mothesius ist ein Privattyp. Aber ihr anderen alle. Beweis ist Beweis, das meine ich. Oder reden wir aneinander vorbei? Nein. Soll ich also springen? Klasse, klasse. Jetzt spielst du den Trumpf aus, den ich in der Hand habe. Aus Spiel? Es sieht nur so aus wie ein Spiel. Ist immer noch ernst bei mir. Nur, wenn ich jetzt noch springe, wo mich als Geständnis da ist... Dann geht das auf Ihr Konto, Herr Mannhardt. Dann ist das Ihr Versagen. Dann heißt es doch bei Ihnen im Büro, der Dussel war so ungeschickt und hat das Mädchen noch in den Tod getrieben. Dussel, ja. Bisschen zynisch, oder? Mannhardt, was ist denn nun? Glaubt Sie es nicht? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gleich, gleich. Das ist eine glatte Erpressung, du. Sie haben den Zettel mit den Aufgaben bei sich, hier bei sich? Ja. Davon hängt mein Schicksal ab und das von Frau Mothesius. Kommt das raus, dann sind wir verwilbert und die Schulbehörde beide gestorben. Ihre Karriere ist hin und mein Abitur. So kann ich doch wenigstens noch was werden, wo ich anderen helfen kann, dass es ihnen nicht genauso dreckig geht wie uns. Jugendhüterin, Sozialarbeiterin, Psychologin oder so. Das ist mir zu billig. Meinetwegen, spring doch. Das verkraften Sie nie. Wenn ich das Beweismaterial hier unterschlage, dann bin ich gestorben. Ich. Michael hat den Zettel in einer Zigarettenschachtel versteckt gehabt, das weiß ich. Ja, das stimmt. Weiß denn außer uns beiden noch einer davon? Mothesius. Die hält ganz sicher den Mund. Das ist anzunehmen, ja. Sind Sie Raucher? Wieso? Sind Sie Raucher, habe ich gefragt. Was ist denn noch? Noch einige psychologische Probleme, Herr Doktor. Sie glaubt, dass es ein fauler Trick von uns ist. Nein, mein Wort. Bitte noch etwas Geduld. Der weiß von nichts? Nein. Dann tun Sie jetzt so, als würden Sie eine rauchen. Die erste Packung ist leider leer. Die ist Michaels, die mit dem Zettel. Und die werfen Sie in den Teerofen hier. Da ist sie nur verbrannt. Asche. Und dann ziehen Sie Ihre volle Packung heraus und stecken sich eine an. Oder Sie geben mir auch eine. Nein, kommt nicht in Frage. Gut. Petra! Also? Gut.
Sie, Herr Doktor, Sie will unbedingt noch eine Zigarette rauchen. Ja, lassen Sie sich Zeit. Den müsst ihr mal zum Fortbildungslehrgang schicken. Verwirrungstaktik üben. Die Illustrierten machen nächste Woche wieder eine rührselige Geschichte draus. Dabei bist du sowas von eiskalt, so abgebrüht, so ausgekocht. Die Schachtel? Ja, ja. Leer, verdammte Scheiße! Danke. Hier. Ich bin also frei? Ja. Nun komm endlich runter. Meinen Sie, ich verdaue das alles? So wie du gebaut bist. Versuchen wir es. Also, Sprung zurück. Ins Leben. Ausbruch gelungen. Und wie viel Tote? Um diese Frage kreiste das Kriminalhörspiel von Key alias Horst Bosetzky mit Loni von Friedl als Eva Maria Mothesius, Eva Maria Wirth als Petra, Dieter Kursawe als deren Vater, Inge Wolfberg als deren Mutter, Andreas Mannkopf als Michael Slapka, Gerd Duvner als dessen Vater, Sigmar Schneider als Dr. Wilberts, Friedrich W. Bauschulte als Kriminaloberkommissar Mannhardt und Klaus Miedl als Dr. Weber. Ferner wirkten mit Ursula Heyer, Gabriele Krahl, Rainer Klute, Wolfgang Kondros, Otto Czerski, Kaspar Engelbrecht, Karl Haas, Norbert Lang.